Ja, heute Nachmittag geht es um alles rund um Dokumente. Wir wollen einen praktischen Workshop hier abhalten. Danke auch für die Fragen von heute Vormittag schon. Und auch heute Nachmittag könnt ihr gerne wieder Fragen über den Chat stellen. Auch gleich zwischendrin, wenn ihr wollt. Und wir werden das dann an der richtigen Stelle einordnen. Zunächst mal werde ich euch was erzählen über diese Handreichung barrierefreie Dokumente im Lernkontext, die jetzt mittlerweile in der Version 1.3 draußen ist. Und ich werde euch ein bisschen auch so eine Strategie geben, wie ihr den richtigen Dokumenttyp raussuchen könnt. Es ist ja nicht alles unbedingt nötig, als PDF zu publizieren. Man hat auch andere Möglichkeiten. Und dann gibt es von Gregor barrierefreie Schriften nach DIN 1450. Das ist oft ein Thema, das vernachlässigt wird. Es ist ja nicht gesetzlich verankert, aber trotzdem sehr wichtig, wenn es darum geht, barrierefreie Dokumente zu machen. Welche Schriften wähle ich dafür? Und dann wird Michael was zu Google Font Legends sagen, beziehungsweise Easy Reading. Und am Schluss hören wir von Yechia was über PDF und den neuen Pack PDF Accessibility Checker 2024. So, dann würden wir mal einsteigen jetzt. Das haben wir gesehen. Praktischer Workshop und Fragerunde ist einfach integriert. Und dann legen wir los. Wir haben diese Handreichung im Internet für alle hier zur Verfügung. Ich schaue mal, dass ich das jetzt auch euch entsprechend zeigen kann. Also, man kann es übrigens als PDF herunterladen, für die, die nicht so gern browsen. Und dann ist es tatsächlich PDF UA kompatibel. Kann man mit dem Pack 2024 nachprüfen, zumindest die Dinge, die man automatisch prüfen kann. Also das haben wir hingekriegt. Ist aber natürlich immer nur, wenn man es dann weiter versendet, nur eine Momentaufnahme. Bei der nächsten Version ändert sich was. Das heißt, Empfehlung wäre eigentlich lieber, den Link immer weiter zu schicken. So, ich greife jetzt die Teile raus, die ich gebe zuerst einen Überblick und dann greife ich die Teile raus, die jetzt neu hinzugekommen sind in der Version 1.3, die noch nicht so bekannt sind. Vorwort ist klar. Und dann gibt es eben den Überblick über Inhaltstypen und Formate. Und da werde ich gleich noch mehr dazu sagen. Also, welche Formate eignen sich für strukturierten Text, welche für Formulare, für komplizierte Modelle, Strukturen, Diagramme, Tabellenkalkulationen, Videos und OCR, also Optical Character Recognition. Wir haben hier übrigens immer eine Navigation eingebaut. Vorwärts, rückwärts heißt auf der gleichen Ebene vorwärts, rückwärts und zurück heißt eine Ebene nach oben gehen. Und dann haben wir allgemeine Anforderungen, die jetzt praktisch für alle Typen von Dokumenten gelten. Natürlich entlang den WCAG-Prinzipien, wahrnehmbar, bedienbar, verständlich, robust. Und dann gibt es eben Dinge, die man immer beachten muss bei der Gestaltung, bei Alternativtexten für grafische Darstellungen, wie man am besten strukturiert. Es gibt ja immer irgendwie eine Auszeichnung für Überschriften und Tabellen und Listen, wie man Sprache festlegt. Ja, und dann gibt es ja immer dazu auch vertiefende Informationen. Und am Schluss gibt es ja auch eine annotierte Linkliste. Also dieses Dokument ist dafür gedacht, dass man eine erste Orientierung bekommt im Bereich barrierefreie Dokumente und dann aber über diese Links dann noch auch vertiefende Informationen bekommt, bis hin zu diesen Checklisten, die wir auch für die Office-Dokumente bereitstellen, wo wir eben dann auch genau die gesetzlichen Anforderungen in den Checklisten festgehalten haben für Word, PowerPoint und Excel. Dann gibt es formatspezifische Hinweise für Excel, für Word, für PowerPoint, für PDF-Dokumente und PDF-Formulare. Wir unterscheiden hier. Also Dokumente sind ganz normale Text- und Bilddokumente, die jetzt aber kein Benutzereingabefeld haben. Und Formulare, da ist dann mindestens ein Feld drin, sei es nur eine Checkbox oder ein Eingabefeld oder
Radio Buttons oder sonst was, was man dann irgendwie zurückschickt an die einsammelnde Stelle. Dann gibt es auch Hinweise zu Adobe InDesign. Das wird oft dazu verwendet, um PDF-Dokumente oder auch Formulare zu erstellen. Und dann gibt es einen Produktionsprozess für barrierefreie Lernmaterialien. Das ist im Hochschulkontext. Und dann gibt es neu auch jetzt einen Abschnitt über Apache FOP. Also das heißt Apache Formatting Objects Processors. Und man kann hier mit freien Mitteln, also kostenlos, Open Source Software, eben aus XML-Dokumenten saubere PDF-UA-Dokumente erzeugen. Das ist jetzt neu mit drin, mit einer schönen Beschreibung, wie man auch hier diese XSL-Dokumente, also das ist eine Transformation von XML nach PDF-UA, und da gibt es bestimmte Regeln, und diese Regeln kann man eben erweitern, sodass dann eben auch alle entsprechenden Informationen hier vorhanden sind, und es sieht dann so aus, wie hier im Bild gezeigt, mit XML-Notation, mit diesen eckigen Klammern. Dann gehen wir zurück auf die oberste Ebene. Hinweise zur Erklärung zur Barrierefreiheit. Da hat sich jetzt gegenüber der Vorversion nichts getan, aber ganz interessant für alle öffentlichen Stellen, denn auch für Lerninhalte muss man Erklärungen zur Barrierefreiheit anfertigen. Insbesondere eben dann auch für und darauf Bezug nehmen auf die Dokumente, ob die nun barrierefrei sind oder nicht. Auch das gehört in die Erklärung zur Barrierefreiheit hinein, insbesondere wenn man Dokumente hat, die eben noch nicht barrierefrei sind. Und die Betonung liegt auf noch, weil man sollte dann auch immer angeben, was man gedenkt, um die barrierefrei zu machen. Dann haben wir neu dabei Hinweise zur Erstellung von Alternativtexten. Da werde ich auch gleich noch was dazu sagen. Dieser Abschnitt soll dann in der nächsten Version 1.4 noch erweitert werden, sodass es spezifischer wird. Und dann haben wir auch neu den Überblick über Tools zur Prüfung von Barrierefreiheit. Und das, was neu ist, da werde ich gleich noch auch in Folien jetzt mehr dazu sagen. Interessant noch als Hinweis diese annotierte Linkliste als Anhang. Da findet ihr zu jedem Abschnitt dieser Handreichung eine Liste von Links und immer auch eine Annotation, ist dann als Anmerkungen notiert, wo dann einfach ein Hinweis gegeben wird, warum ist das denn vielleicht gut, das zu lesen oder dieses Video anzuschauen, sodass ihr ein bisschen wisst, ob sich es lohnt, da reinzugehen oder nicht. Und dann haben wir die verfassenden Personen, also die Autorinnen und Autoren hier drin. Es ist ja im Prinzip eine Gemeinschaftssache zwischen IAAP Dach und BFIT Bund. Und diese Verknüpfung findet eben dadurch statt, dass wir diese überlappende Personen haben, die sich also sowohl in beiden Arbeitskreisen befinden, bei IAAP Dach und bei BFIT Bund. Und dann Lizenz, auch eine gute Nachricht hier. Es ist CC BY SA, das heißt same, weiß ich gerade nicht mehr das englische Wort. Heißt auf jeden Fall, wenn ihr dürft es frei verwenden, ihr müsst aber angeben, von wem es kommt. Und wenn ihr es verwendet und verändert, also wenn ihr es verändert, dann muss das entsprechend auch wieder öffentlich gemacht werden, und es darf nicht kommerziell verändert weitergegeben werden. Nur das heißt, es ist same alike, heißt das, glaube ich, ja. So, dann gehe ich wieder zurück zu meinen Folien und gebe mal ein bisschen was hier. Gehe auf die neuen Abschnitte ein. Also, nehmen wir mal an, ihr steht jetzt vor der Frage, zum Beispiel, nehmen wir mal an, ihr habt irgendwelche AGBs, also allgemeine Geschäftsbedingungen, möchtet die auf der Website öffentlich machen. Und jetzt ist die Frage, welches Format verwendet man? Und dann muss man zunächst mal unterscheiden zwischen verschiedenen Typen von Informationen, die man dann in Dokumente steckt. Zum Beispiel ein strukturierter Text. Das wäre Information aus Text, Überschriften, Tabellen, Listen, Bilder. Das ist so der strukturierte Text. Das ist so das Typische. AGBs würden darunter fallen im Prinzip. Da hat man meistens sogar gar keine Bilder drin, sondern nur einen strukturierten Text mit Überschriften, vielleicht Aufzählungen. Dann gibt es Formulare.
Das ist immer, wenn ich möchte, dass mir mein Benutzer etwas zurückschickt. Das könnte so ein Formular sein, wo man sich einträgt, um zum Beispiel irgendwie ein Anliegen zu berichten oder ein Angebot anzufordern. Dann gibt es als Inhaltstyp komplexe Modelle und Strukturen. Also das ist dann eher typischerweise für Lernmaterialien, dass man jetzt zum Beispiel ein UML-Diagramm hat in der Informatik oder eine Infografik, eine größere, und wo es einfach dann relativ auch aufwendig ist zu erklären, was man darauf sieht. Dann gibt es Dinge, die, ups, Entschuldigung, gerade was Falsches gemacht. So. Tabellenkalkulation heißt, ich habe typischerweise Excel oder Calc bei LibreOffice, wo man die Zahlen hat, die zweidimensional angeordnet sind als Tabellen und typischerweise auch irgendwelche Diagramme daraus generiert. Dann gibt es Videos oder Multimedia. Also Multimedia umfasst ein bisschen mehr wie Video. Dazu gehört im Prinzip auch irgendwelche animierten Bildchen mit GIFs oder auch Audioclips oder was auch sein kann, ist Live-Videoübertragungen in Konferenzschaltungen. All das gehört zu Multimedia dazu. Darüber sagt die Handreichung nicht mehr. Aber ich habe dann ein paar Worte noch dazu. Und dann gibt es diese Sache mit OCR, Optical Character Recognition. Das endet meistens in irgendwelchen PDFs. Und das wird jetzt auch nicht weiter thematisiert in der Handreichung. Aber ich sage dann auch nochmal was dazu. Sollte man vermeiden, das sei schon vorab gesagt. Eigentlich wollte ich euch so eine Art Entscheidungsbaum machen. So, also wenn man diesen Typ hat und diese Bedingungen, dann dieses Format wählen. Aber so einfach ist es leider nicht. Und es ist immer schon auch ein bisschen eine Ermessensfrage. Und ich habe jetzt einfach solche Karten gemacht, wo man sieht, wenn ich dieses Format verwende, dann habe ich die und die Vorteile und Nachteile. Und damit hoffe ich, dass ihr da ein bisschen Orientierung bekommt. Also, wenn es sich um strukturierten Text oder auch um Formulare handelt. Und ich habe jetzt beides zusammengefasst, weil das sehr ähnlich ist. Formulare haben auch oft Überschriften, Tabellen, Bilder, Listen mit drin. Also wenn es sich um so eine Art von Information handelt, dann kann ich zum Beispiel Word nehmen als Format. Also DocX-Format wäre das. Das ist relativ einfach. Das kann eigentlich jeder, kann damit umgehen und jede. Es ist auch übrigens auch auf allen Plattformen verfügbar. Also es gibt Reader, auch auf den mobilen Plattformen überall. Das ist gar kein Problem. Und der LibreOffice Writer ist ja auch kompatibel mit der entsprechenden DocX-Format. Also das geht ganz gut. Allerdings bezüglich Sicherheit und Integrität hat man halt Nachteile. Also selbst wenn man das Word-Dokument schützt, ist es relativ einfach, das zu knacken. Ich habe es auch mal hingekriegt, dann einfach mit dem mobilen Reader konnte man trotzdem noch Änderungen machen. Also das ist absolut nicht sicher. Wenn ihr jetzt einfach sicherstellen wollt, dass niemand da irgendwas verändert und verändert es irgendwie weitergibt und wenn das kritisch wäre, also Vertragsbedingungen oder sowas, dann sollte man Word nicht als Endformat verwenden. Man kann natürlich anfangen. Also bei unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen wäre das schon ein bisschen kritisch, das in Word einfach weiterzugeben, weil das sind ja vertragliche Dinge, die müssen eigentlich sichergestellt sein, dass die dann auch nicht verändert werden dürfen. Also da müsste man dann, glaube ich, schon Richtung PDF eher gehen. Oder HTML auf dem Web. Word eignet sich nicht dafür, um Formulare zu machen. Also es gibt zwar in Word diese Eingabefelder, die man positionieren kann, aber die sind eigentlich nicht barrierefrei und schon gar nicht, wenn man es nach PDF konvertiert, da kommt dann gar nichts mehr eigentlich dabei raus. Man kann dann eher Excel verwenden, um ein einfaches Formular zu machen. Da sage ich gleich noch was dazu. Sehr gut ist Word darin, wenn man irgendwie Feedback einsammelt oder man sogar vielleicht gemeinsam was editiert, weil man hat diese Änderungsverfolgung und die schon sehr schön ist, im Prinzip auch erreichbar mit Screenreader, aber ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger. Und also da muss man sich dann überlegen, wie man das macht, wenn man eben auch Leute dabei hat mit Screenreader.
Aber es ist schon eine schöne Sache mit der Änderungsverfolgung und mit den Kommentaren, die man da einfach anfügen kann in Word. Besser als zum Beispiel bei PDF, wo man keine so guten Vorschläge machen kann, um Änderungen jetzt vorzuschlagen. Geht nicht so einfach. Und Word eignet sich natürlich gut, um PDF-Dokumente zu erstellen, aber nicht für PDF-Formulare, sage ich gleich dazu. Da sollte man dann lieber Adobe InDesign verwenden. Also das war Word. Das heißt, wenn ich wirklich ganz einfache Sachen habe. Also ich benutze zum Beispiel Word, um bei meinen Vorlesungen so ein Merkblatt rauszugeben oder ein Merkblatt für meine Studierenden, die Abschlussarbeiten bei mir machen. Oder wenn es einfach um irgendwelche Tipps oder Checklisten geht, die man weitergeben möchte, die jetzt nicht kritisch sind, dass die geschützt sein müssen, dann kann man Word verwenden und auch weitergeben und auch herunterladen lassen von Webseiten. Dann, wenn es um Präsentationen geht, PowerPoint oder auch LibreOffice Impress. Auch da ist ja so, dass Impress auch das Format von PowerPoint lesen kann und auch schreiben kann. Ähnlich wie bei Word, geringer Aufwand. Eigentlich gilt hier alles wie bei Word auch. Es ist auf allen Plattformen verfügbar. Ich habe aber keine großen Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, immer dann, wenn ich sicherstellen möchte, dass es niemand verändern darf, dann lieber nicht. Es ist aber auch inzwischen ganz gut geeignet, um Änderungen und Kommentare einzusammeln. Man kann auch bei PowerPoint sehr schön den Notizenbereich verwenden, um vielleicht weitergehende Informationen zu geben. Und wenn man das dann auch entsprechend darauf hinweist, dann ist das auch barrierefrei möglich bei den Notizen. Ich gebe gerne meine Folien als PowerPoint weiter, weil das einfacher ist, als ein barrierefreies PDF draus zu machen. Man kann natürlich sagen, ich möchte eigentlich nicht PowerPoint weitergeben, weil dann kann man ja meine Slides zerpflücken und anders verwenden. Stimmt, aber mit PDF kann man auch ganz viel machen und zerpflücken. Also das Argument ist eigentlich nur halbgültig. Dann kommen wir zum PDF-Format, das ja eigentlich überall verwendet wird, sehr viel. Es hat natürlich Vorteile, ich sage es gleich mal, das sind zwei ganz große Vorteile. Einmal, es ist geräteunabhängig und sieht dann eben vom Layout her überall so aus, wie man es eben gedacht hat. Ist aber nicht unbedingt ein Vorteil für die Barrierefreiheit, muss ich gleich dazu sagen. Der zweite Vorteil von PDF ist eben, dass man hier gute Sicherheitsvorkehrungen hat. Man kann so einstellen, dass es nicht veränderbar ist und dass es eben auch digital signiert werden kann. Das sind, wenn eine dieser Anforderungen wichtig ist, dann muss man wahrscheinlich auf PDF zugreifen. Und ich sage muss, weil es ist eben ein sehr viel höherer Aufwand, ein barrierefreies PDF zu machen, als zum Beispiel ein barrierefreies Word oder PowerPoint. Und wenn ich Formulare habe, dann sollte ich auch PDF verwenden oder HTML, da komme ich gleich noch dazu. Also immer dann, wenn ich Eingaben von Benutzern erwarte, entweder PDF oder HTML ist dann angesagt. Und die Formulare können auch komplex sein. Bei PDF kann man auch Verzweigungen einbauen, sodass manche Felder zum Beispiel nur sichtbar werden, wenn man irgendwo auf eine Eingabe gemacht hat. Zum Beispiel Kreditkarteninformationen werden nur dann abgefragt, wenn man eben sagt, ich möchte mit Kreditkarte bezahlen, solche Dinge. Und man kann auch Fehlermeldungen über PDFs geben. Man kann es als Datei versenden oder zum Herunterladen anbieten. Allerdings muss man eben auch sagen, wenn man es per E-Mail versendet, dann hat man schon ein bisschen was preisgegeben von der Sicherheit, die man sich von PDF erhofft. Also ich persönlich verschicke zum Beispiel nie Kontoinformationen über PDFs per E-Mail, weil E-Mails sind einfach unsicher und man kann die dann aus dem PDF auslesen. Und Identitätsbetrug gibt es ja jeden Tag, da muss man aufpassen. Also wenn man es ganz sicher machen möchte, dann entweder HTML-Eingaben oder dann eben das PDF direkt zum Hochladen über eine sichere Webverbindung HTTPS. Wenn man PDF barrierefrei machen möchte, dann ist bei uns der Standard PDF UA. UA steht für Universal Access und da wird man später noch mehr dazu hören.
Es gibt im Moment eigentlich nur meines Wissens zwei Software, die man benutzen kann, um auf Office, aus Office raus, aus Word heraus PDF UA zu entwickeln. Und es gibt so ein bisschen was auch im Open Source Bereich, zum Beispiel dieses Apache FOP, das man verwenden kann. Es gibt das Made to Tag für InDesign. Aber wenn man eben Office verwenden möchte, dann muss man zahlen, entweder an Access4 für das Access Word oder an Common Look für das Common Look Office. Ist eben ein erhöhter Aufwand und man muss dann auch bei der Konvertierung noch auf ein paar Dinge achten, die man jetzt so bei Word oder PowerPoint selber vielleicht nicht beachtet hätte. Einfach nur, damit es dann in PDF auch richtig rauskommt. Sehe ich die Frage, verbessert sich hinsichtlich PDF UA etwas mit PDF 2.0? Auf der PDF Association gab es kürzlich eine Handreichung zu diesem neuen Entwurf für PDF. Habe ich jetzt nicht gelesen. Meinen Informationen nach wird es schon besser. Also es soll zum Beispiel ein Title Tag geben mit PDF 2.0. Das war immer das Problem, aber das ist jetzt ein bisschen insidermäßig. Also wenn ich in Word einen Titel markiere als Formatvorlage, dann musste ich das im PDF zu einem H1 machen, also Überschrift der Ebene 1, und dann das Word-Überschrift Ebene 1 musste ich zu H2 in PDF machen. Das wird dann damit behoben sein. Dann gibt es auch einen Title-Tag im PDF, sodass es dann 1 zu 1 rübergeht. Und es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Dinge. Und was ich so gehört habe, ist es dann tatsächlich besser auch bezüglich Barrierefreiheit. Also ich hoffe doch, dass es besser wird. Danke für die Frage. Habe ich sonst noch was übersehen an Fragen? Nee. Also stellt sie einfach, wenn ihr Fragen habt hier. Adobe InDesign wäre das nächste. Das ist natürlich kein Format, das man jetzt zum Herunterladen anbieten würde, sondern das ist eigentlich in der Regel, wird es benutzt, wenn man komplizierte, komplexe Layouts hat, Grafiken, vielleicht Infografiken, komplizierte Diagramme, die man von Hand erstellt, oder auch Formulare. Weil nämlich meines Wissens ist es, wenn man eben PDF-Formulare machen möchte, die man nicht jetzt im PDF editiert, was sehr aufwendig ist, dann nimmt man am besten Adobe InDesign. Da werden nämlich die Formularfelder übertragen ins PDF. Das passiert nicht so gut aus Word heraus. Und beim InDesign muss man dann übrigens dieses Made to Tag als Add-in verwenden, um dann auch wirklich getaggtes PDF zu bekommen. So, wir sind immer noch bei strukturierten Texten und Formularen. HTML wird oft übersehen, ist aber eigentlich, was Informationsvermittlung anbelangt, die am besten verbreitetste Plattform für barrierefreie Inhalte. Da sind einfach die Screenreader und die Browser, die sind so gut darauf eingestellt. Und die assistiven Technologien existieren für alles, um die Größe zu verstellen, um Kontraste zu verändern und so weiter. Das ist eigentlich schon das beste Format im Moment und eignet sich eben dann besonders auch darum, dann, wenn ich umfangreiche Inhalte habe, die jetzt nicht alle in ein Dokument passen würden, sondern die ich auf mehrere kleine Dokumente verteilen möchte und miteinander verlinken möchte. Also eine kleine Website sozusagen. Ich kann das immer ständig aktuell halten. Also es passiert nicht das, dass ich irgendwas rausschicke per E-Mail und dann 2 Minuten später merke ich, oh, ich habe einen Fehler gemacht in dem Dokument, das ich verschickt habe und muss dann nochmal eine Version nachschicken. Das kann ich dann direkt beim HTML machen und der Link bleibt der gleiche. Das ist einfach ein Vorteil. Ich kann sehr gut auch Videos einbetten. Das wird bei Dokumenten schnell zu umfangreich. Es ist technisch möglich, auch ein Video in Word oder PowerPoint einzubetten, aber dann geht eben sehr viel, gehen sehr viel Bits über die Leitung, ob das nun überhaupt angesehen wird oder nicht. Ich kann mehrere Autoren daran arbeiten lassen, indem ich einfach auf verschiedene Webseiten aufteile und dann habe ich ein Content-Management-System wie zum Beispiel WordPress und dann können mehrere daran arbeiten. Beste Barrierefreiheit zurzeit habe ich schon gesagt und ich kann auch sehr schön komplexe Formulare abbilden und das Ganze ist sicher. Ohne E-Mail, was eben ein unsicherer Kanal ist. Und ich kann auch sehr schön die Benutzer und Benutzerinnen
informieren über das, was eingetragen werden muss bei Formularen. Ich kann irgendwelche Informationen verlinken, die man dann aufmachen kann, zusätzlich zu den Formularen und Hilfen bekommt. Bis dahin gehen, dass ich sogar Gebärdensprachvideos einbauen kann bei Formularen. Das haben wir auch mal gemacht in einem Projekt. Lässt sich also sehr viel machen, zum Beispiel auch die Sichten verändern. Vielleicht eine vereinfachte Version eines Formulars in leichter Sprache oder vereinfachter Sprache anzubieten. Das kann ich dann einfach über einen Button anbieten. Und ich habe schon gehört von Leuten, gerade bei Accessible EU wurde das gemacht, dass ein Formular auch in leichter Sprache angeboten wurde. Und die haben dann bemerkt, dass über die Hälfte der Benutzer auf dieses Formular gegangen sind, weil es für alle einfach viel, viel einfacher ist. Da hat man einfach sehr viele Möglichkeiten in HTML, das dann auch zu machen. Aber es ist natürlich aufwendiger. Und ich kann die Antworten automatisch einsammeln, auswerten lassen. Dazu gibt es Systeme, die das machen. Zum Beispiel gibt es auch Open Source, diese Survey-Plattform. Und die macht sowas zum Beispiel. Natürlich macht es auch Google und Microsoft, aber es ist halt die Frage, ob ich meine Daten bei denen sicher wähne. Und was auch sehr gut geht in HTML sind Formeln, also mathematische, chemische Formeln. Die kann man sich vorlesen lassen mit dem Screenreader oder auch der Struktur entlang gehen und sich praktisch diese Formel aufsplitten lassen in die einzelnen Bestandteile. Und dazu kann man MathChecks verwenden. Das ist eine JavaScript-Bibliothek, die sehr schön gemacht ist und auch barrierefrei ist. Basierend auf HTML gibt es noch EPUB 3. Das ist also für diejenigen, die E-Books herstellen, interessant oder überhaupt Lernmaterialien. Man kann hier sozusagen eine Website, also verschiedene Webseiten, die miteinander verlinkt sind, zusammenbinden und als Buch herausgeben und verschicken. Das Ganze ist eine ZIP-Datei mit der Endung EPUB 3. Und man hat noch dann meistens so ein paar zusätzliche Informationen drin, zum Beispiel empfohlene Lesereihenfolge und Inhaltsverzeichnis, und dann ist es im Prinzip ein EPUB 3. Die Technologien sind die gleichen wie im Web, also HTML 5 und CSS 3. Und um Verlinkungen zu machen zwischen Texten und Audio bzw. Video, verwendet man eine Technologie, die heißt SMILE, SMILE. Leider gibt es im Moment noch nicht so viele Reader von EPUB 3, aber es gibt welche. Zum Beispiel Calibre, und es gibt auch welche, die barrierefrei sind. Und erinnert mich daran, ich werde euch nochmal auch eine Information geben. Heute Morgen war ja die Frage nach diesem Checking-Tool für EPUB 3, muss ich euch auch noch in den Chat reinstellen. Man kann eben EPUB 3 Dateien einfach versenden als Dateien oder herunterladen von Webseiten. Und man kann auch sehr schön Multimedia einbetten, Videos, Audioclips. Man könnte zum Beispiel auch Gebärdensprache mit in so ein EPUB 3-Buch einbinden als Parallelversion oder zusätzliche Informationen zu Textinhalten. Und die Barrierefreiheit ist eigentlich sehr gut, so wie bei HTML. Wird im Moment noch gar nicht so viel benutzt, aber ist es im Kommen. Auf deutscher Seite glaube ich schon mehr international. Muss da noch ein bisschen mehr aufgeholt werden bei EPUB 3. Dann, jetzt kommen die speziellen Dinge, LaTeX zum Beispiel, das ist wirklich was für wissenschaftliche Veröffentlichungen. Da gibt es auch das ist eine komplette Open-Source-Technologie eigentlich, eine Art Programmiersprache zum Layouten. Und da muss man eben ein bisschen Spezialist sein, so ein Tool, dass das einem erleichtert, ist Overleaf. Und man kann sehr schön mathematische und chemische Formeln darstellen. Man muss aber wissen, wie man LaTeX programmiert, in Anführungszeichen. Und wenn man nach PDF exportieren möchte, ist es sehr schwierig, da ein barrierefreies PDF hinzukriegen. Auch beim HTML muss man sehr aufpassen. Meine Empfehlung wäre, LaTeX nur praktisch einzubetten, wenn es irgendwie um Formeln geht. Dann kann man es eben auch im HTML mit einbetten und über Math-Checks dann entsprechend ausgeben lassen. Aber LaTeX als solches, als Dokument, ist jetzt keine gute Wahl, um
barrierefreie Dokumente rauszugeben als Gesamtbuch oder Dokument. Und dann gibt es noch das E-Buch-Format, das wurde von Blista entwickelt als Schulbuchformat, aber das ist auch marginal für uns nur interessant und ist in der Handreichung jetzt nicht weiter adressiert. Soweit zu strukturierten Texten und Formularen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann einfach in den Chat schreiben. Ich mache mal weiter. Jetzt wird es ein bisschen einfacher von der Auswahl. Wenn ich Diagramme und Formeln habe, was mache ich dann? Also, das sind jetzt eigentlich Teile aus Dokumenten raus. Also, Diagramme kann ich natürlich, wenn es sich um statistische Diagramme handelt, also zum Beispiel aus Excel raus, Balkendiagramme, Kreisdiagramme oder sowas, dann kann ich es natürlich als Bild einbinden, ganz klar, muss aber einen kurzen und einen langen Alternativtext dazu schreiben. Der kurze Alternativtext ist das, was einfach dann zum Beispiel bei Word oder anderen Programmen eingetragen wird. Da gilt eigentlich die Faustregel maximal 80 bis 100 Zeichen. Darf auch mal ein bisschen mehr sein, aber bitte da nicht in der kurzen Beschreibung eine komplette Infografik beschreiben oder sowas, das wäre einfach zu viel. Dann sollte man entweder, also man sollte eine lange Beschreibung machen, wenn man die Daten, die da abgebildet sind, nicht auf andere Weise beschreiben kann, zum Beispiel als Tabelle. Also wenn ich sowieso eine Excel-Tabelle dazu habe, dann kann ich diese Tabelle einfach hinterlegen und dann kann ich zum Beispiel bei der Bildbeschreibung von dem Balkendiagramm, die kann ich einfach in den Untertitel schreiben. Also Untertitel für eine Abbildung steht dann meistens Abbildung 1, Doppelpunkt, Balkendiagramm für so und so, für die Daten. Und ich kann dann noch als Link anfügen, hier geht es zur Tabelle. Und die Tabelle ist vielleicht nicht nur nützlich für blinde und sehbehinderte Leser und Leserinnen, sondern auch für andere, die die Zahlen gerne mal wirklich als Zahlen sehen, nicht nur als Diagramm. Dann, wenn ich irgendwelche sonstigen Diagramme habe, also ich habe hier als Beispiel mal eine Beschreibung, könnte aus dem Biologiebuch sein, eines Schädels, was für Regionen, also was für Teilen der besteht, das ist nur ein Beispiel, sowas oder eine größere Infografik oder UML-Diagramme in der Informatik oder chemische Modelle. Wenn ich sowas habe, dann auch wiederum natürlich als Bild einbinden, kurzen Alternativtext, nur was ist das? Das ist ein Diagramm über das und das und das reicht dann an der Stelle und ich sollte eine lange Beschreibung haben. Die kann ich dann auch wieder zum Beispiel in die Bildbeschriftung einfügen. Hier geht es zu einer langen Beschreibung zum Beispiel und kann dann auf eine andere Folie oder auf eine andere Webseite verweisen, wo das steht. Oder aber in HTML kann man es auch so machen, dass man aufklappen kann über das Summary Tag. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle grundsätzlich, dass die lange Beschreibung für alle sichtbar ist, nicht nur Leute, die einen Screenreader benutzen, weil das einfach für alle hilfreich sein kann. Also es gibt ja auch in HTML das Longdesk-Attribut und das kann man verwenden, aber das sollte nicht die einzige Art und Weise sein, wie man so eine lange Beschreibung erreichen kann, weil es sonst nur für Screenreader-Nutzer geht. Eine besondere Art und Weise, wie man so ein Diagramm oder eine Infografik oder so beschreiben kann, ist ein Video draus zu machen, indem man dieses Diagramm beschreibt. Das geht so, man nimmt einfach auf, wie man dieses Diagramm präsentieren würde. Am besten, man stellt sich vor, die Zuhörer und Zuhörerinnen wären am Telefon und macht jetzt eine Telefonkonferenz und erklärt dieses Bild. Und dann nimmt man das als Video auf. Und der Vorteil ist, dann ist eigentlich die Tonspur schon ausreichend, um den gesamten Inhalt zu erfassen, weil man hat sich ja vorgestellt, man wäre am Telefon. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man gesehen hat, dass die Zuhörenden gesehen haben, was man beschreibt. Und wenn man das Video dann untertitelt, dann hat man auch gleichzeitig eine lange Beschreibung, die man auch irgendwo noch als Transkript hinterlegen kann. Vorteil des Videos ist, ich
könnte das dann auch wieder bei der Bildbeschreibung verlinken. Und es ist für im Prinzip alle Leute interessant, diese Beschreibung zu hören. Also wenn ich jetzt im Biologieunterricht diesen Schädel erkläre, dann habe ich meistens da Zusatzinformationen drin, wie man das interpretieren muss. Diese Zusatzinformation ist für alle interessant. Und dann habe ich eben auch diesen Mehrwert der Barrierefreiheit für alle im Lernumfeld. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir Barrierefreiheit nicht nur für die machen, die eine Beeinträchtigung haben, sondern dass es allen was bringt. Und spricht dann auch von Universal Design for Learning. Da gibt es dann auch diese Prinzipien dazu. In manchen Fällen reicht es auch, wenn ich die Modelldaten weitergebe. So ein Bild ist jetzt nur eine Visualisierung eines Modells. Das wäre zum Beispiel bei UML der Fall oder bei komplizierten chemischen Formeln. Aber dann muss man natürlich dieses Maschinenformat lesen können und das ist nicht unbedingt gegeben. Also Tipp hier wäre eine lange Beschreibung irgendwo hinterlegen, für alle zugänglich, oder ein Video machen und dann das Transkript für alle zugänglich machen und das Video natürlich auch. So, jetzt kommen wir zu Formeln. Ach, da gibt es eine Frage. Wenn eine Grafik mit Titel versehen ist, braucht diese dennoch einen Alternativtext? Sehr gute Frage. Also ich interpretiere mal, dass du mit Titel wahrscheinlich gemeint hast, diese Bildunterschrift, also Abbildung 1, das heißt ich, Ablauf einer Kläranlage oder was weiß ich was. Ja? Fällt mir gerade so ein. Genau, und wenn das da drin ist, dann muss ich das nicht unbedingt im Alternativtext drin haben. Dann reicht es auch, wenn ich schreibe Abbildung 1 als Alternativtext und vielleicht am besten noch siehe Bildunterschrift. Es ist genau richtig, dass man möglichst nichts redundant machen sollte, weil sonst würde ganz viel vorgelesen, das ist störend mit dem Screenreader. Aber man sollte den Alternativtext mit irgendwas füllen, weil sonst sieht es aus, als wäre das Bild nur dekorativ. Und das wäre ja dann ein Missverständnis. Es ist ja tatsächlich Inhalt drin. Danke für die Frage. So, Formeln. Also bei der Mathematik, es gibt zwar MathML zum Beispiel auch, aber es hat sich einfach nicht so durchgesetzt. Nach wie vor ist LaTeX eigentlich das beste Mittel, um mathematische Formeln unabhängig vom Format zu kodieren. Und da kann man dann zum Beispiel MathChecks verwenden, um das im Web ja, oder als EPUB3 zu publizieren. Wobei, da muss ich aufpassen, EPUB3 ist, glaube ich, jetzt nicht mit MathChecks kompatibel. Es ist halt ein Spezialbereich. Bei chemischen Formeln kann man ChemFig verwenden, so was ein ähnliches Format, und dann entsprechend konvertieren. Zum Teil kann man es auch dann als Bilder darstellen, wenn es eben keine andere Möglichkeit gibt, aber dann als Alternativtext so was wie LaTeX oder ChemFig hinterlegen. Und die Leute, die dann das Bild nicht sehen, die können in der Regel mit LaTeX umgehen oder ChemFig, wenn sie vom Fach sind. So, was mache ich, wenn ich eine Tabellenkalkulation mache? Also ich habe irgendwelche zweidimensionalen Daten und aus denen möchte ich in der Regel irgendwelche Diagramme generieren. Und es ist klar, dann greift man zu Excel oder LibreOffice Calc. Fragen dazu sind auch in der Handreichung jetzt drin. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Excel-Dokument habe mit ganz viel Text, dann muss ich mich fragen, ist wirklich Excel die richtige Wahl oder sollte ich nicht vielleicht besser ein Word-Dokument draus machen? Also man kann zum Beispiel in Excel halt keine Überschriften markieren und man kann keine Listen wirklich machen. Wofür sich sehr gut eignet, sind natürlich Tabellen, ja. Aber ansonsten hat sehr beschränkte Möglichkeiten, Texte zu strukturieren. Und deswegen, es wird sehr mühsam, sowohl für Leute mit Screenreader als auch für andere Leute, die gerne einen strukturierten Text lesen, dann hier wirklich noch zu erfassen, was da drin steht. Also da muss man aufpassen. Oder möchte ich Diagramme verwenden? Wenn ja, dann ist sicher Excel eine gute Wahl, weil da kann ich vom Diagramm aus auf die Tabelle verweisen, die praktisch diesem Diagramm zugrunde liegt. Das ist eine sehr gute Art, um Diagramme zu beschriften und mit Alternativtext zu versehen. Man kann auch Formulareingaben über Excel
einsammeln. Das macht man dann so, zum Beispiel, dass man auf der linken, macht zwei Spalten. Die linke Spalte hat dann Name, Vorname, Nachname und so weiter. Und daneben in der rechten Spalte hat man dann die Eingabefelder und sperrt dann in der Regel die erste Spalte, damit da keine Eingaben gemacht werden können. Muss man auch bestimmte Dinge beachten. Das steht dann auch in der Handreichung drin, beziehungsweise in der erweiterten Checkliste für Excel. Bei komplizierteren Formularen muss man dann schon zu PDF oder HTML gehen. Die Frage ist auch noch, wie viele Tabellen möchte ich erstellen? Also die Regel gilt bei Excel eigentlich aus Übersichtlichkeitsgründen und Gründen der Barrierefreiheit, dass ich immer nur eine Tabelle pro Tabellenblatt habe. Ich habe ja bei Excel die Möglichkeit, mehrere Tabellenblätter zu machen. Das wird dann als Registerkarten angezeigt. Und dann sollte ich meine Tabellen eben so aufteilen, dass es immer eine pro Tabellenblatt gibt. Und wenn ich ein Diagramm habe, dann kann ich das noch dazu nehmen auf das Blatt, wo die Tabelle dabei ist, dass es übersichtlich wird. Und wenn ich ganz große Tabellen habe, dann muss ich mir überlegen, ob ich sie vielleicht besser aufspalte in mehrere Tabellen, weil der Bildschirm geht irgendwann auch aus, insbesondere wenn ich dann noch eine Vergrößerung habe, dann wird es schnell unübersichtlich und es ist dann oftmals besser, ich splitte das auf in mehrere Tabellen. Es kommt noch eine Frage zu Formeln. Wie füge ich Formeln barrierefrei in einem längeren Dokument oder Skript, zum Beispiel Word, ein? Also, ich greife jetzt auf diese erweiterte Checkliste für Word zurück. Man kann hier den eingebauten Word-Editor zum Beispiel verwenden. Da brauche ich kein LaTeX. Oder auch in PowerPoint gibt es diesen Editor für Formeln. Den kann man verwenden. Der ist auch mit den Screenreadern soweit kompatibel. Und wenn ich es in HTML machen möchte, dann würde ich tatsächlich zu LaTeX oder Camfig zurückgreifen. Video und Multimedia ist jetzt nicht Bestandteil der Handreichung, aber trotzdem ein paar Tipps. Also generell stellt sich bei Videos immer die Frage nach Untertitel und Audiodeskription. Also Untertitel für diejenigen, die schlecht oder nicht hören, Audiodeskription für diejenigen, die schlecht oder nicht sehen. Und beim Video, bei Untertitel hat sich eigentlich durchgesetzt VTT oder SRT, wobei VTT ist das Format im Web für HTML5, das im Standard vorgeschrieben ist. Wichtig ist, es muss synchron sein mit dem Audio, also keine großen Versatze haben. Geräusche müssen einbezogen werden, also man spricht hier von den erweiterten Untertiteln oder im Englischen auch Captions, wo man dann zum Beispiel Gelächter dazu schreibt. Man schreibt auch hin, wer gerade spricht, wenn man die sprechende Person nicht im Bild erkennen kann. Also wenn jemand aus mit dem Rücken zur Kamera spricht oder aus einem Raum, der jetzt nicht im Bild ist, dann muss man dazu schreiben, wer das gerade spricht. Schön ist, wenn man die Untertitel auch als Transkript noch anbietet, so wie zum Beispiel bei YouTube, wo man dann auch darüber navigieren kann. Oder auch als Transkript, das wie eine Art Drehbuch dann ist, wo wir dann auch noch die Handlung mit schildern, weil nur dann habe ich auch ein Format, das zum Beispiel für taubblinde Menschen geeignet ist, über die Braillezeile dann auch den Inhalt eines Videos zu erfassen. Das ist ein Luxus, wird gesetzlich nicht gefordert, aber ist schön, wenn man es macht, weil wenn man schon die Untertitel hat, kann man es auch als Transkript anbieten und man vielleicht noch so ein bisschen die Handlungen mit reinnehmen. Das wäre dann eine Mischung aus Untertitel und Audiodeskription. So, jetzt kommen wir zur Audiodeskription. Die heißt falsch, aber hat sich so durchgesetzt. Eigentlich müsste man sagen, es ist eine Videodeskription in Audioformat. Also was beschrieben wird, ist nämlich das Bild, nicht das Audio. Und man beschreibt hier die Handlung oder die Szenen, und zwar in die Dialogpausen hinein, wenn gerade nichts gesprochen wird. Und man kann aber auch, wenn die Zeit zu wenig ist, sagen, wir halten das Video an der Stelle an, damit man mal beschreiben kann, was man sieht. Man kann zwei Arten, Audiodeskription auf zwei Arten einbinden in Videos. Die traditionelle Art ist, es gibt einfach eine zusätzliche Tonspur.
Das kennt ihr vielleicht, man legt eine DVD ein, wenn ihr noch wisst, was eine DVD ist. Und dann kann man die Tonspur wählen und eine davon heißt dann für Sehgeschädigte oder sowas. Ja? Also bei ARD nennen die sich dann Hörfilmfassung, was gar nicht schlecht ist eigentlich als Ausdruck. Also wie so eine Art Hörfilm dann. Oder neuerdings hat sie auch durchgesetzt, dass man die Beschreibung als Text speichert. Dann kann man auch das gleiche Format verwenden wie bei Untertiteln, nämlich VTT. Da sind dann die Zeitstempel drin, sodass man zur Laufzeit im Browser oder im Videoplayer diese Texte synthetisiert, also dann als Sprachausgabe ausgibt. Und das hat den Vorteil, dann kann man auch die Sprecherstimme wählen und die Sprechgeschwindigkeit. Und dann kann man auch zum Beispiel sehr schnell Änderungen machen, wenn man sieht, da war noch ein Fehler drin und muss nicht ins Studio gehen und es wieder neu aufnehmen. Setzt sich immer mehr durch, dass man Audiodeskription in Textformat liefert und dann zur Laufzeit eben als Sprache ausgibt. Was wichtig ist auch noch für die Audiodeskription, ist, dass man alle Texte, die im Bild gezeigt werden, zum Beispiel Schilder oder irgendwelche Bauchbinden, also wenn ein Sprecher identifiziert wird, dass das dann auch in der Audiodeskription gesagt wird, weil ja die Information im Bild steckt und man sie sonst nicht mitbekommt. Und zuletzt noch etwas, das ich als Pixelsalat hier bezeichnen möchte. Deswegen auch das Bildchen dazu, ein bunter Salat. Optical Character Recognition. Das ist eigentlich eine tolle Errungenschaft der Technik, aber ist nicht gerade schön, wenn es um digitale Dokumente geht, weil man legt irgendwie ein Dokument auf den Scanner und was daraus kommt, ist dieser Pixelsalat. Das heißt, es ist einfach eine Sammlung von Pixeln, die man, wenn man sie ausdruckt, wenn man sehen kann, lesen kann, aber wenn man eben das Ganze über Sprachausgabe oder über die Struktur navigieren möchte, dann kann man da nicht viel rausholen. Man muss zuerst eine sogenannte Indizierung machen, also eine Texterkennung, und das ist das OCR dann. Aber selbst dann ist es noch nicht lange nicht barrierefrei, weil dann fehlt immer noch die Struktur. Dann hat man vielleicht einen Textsalat oder Buchstabensalat, aber noch kein richtiges barrierefreies Dokument und man muss dann noch die Struktur einfügen. Das ist eine Überschrift, hier haben wir eine Liste, hier haben wir eine Tabelle und es ist sehr aufwendig von Hand zu machen. Übrigens, das macht inzwischen Adobe Accessibility API relativ gut, aber es ist erstens kostenpflichtig und zweitens auch nicht ganz barrierefrei, was dabei herauskommt. Also besser möglichst nicht auf OCR gehen, sondern sagen, ich möchte das Quelldokument wirklich haben und mir das und das weitergeben, anstatt irgendwelche Dateien, die ausgedruckt wurden, wieder per OCR versuchen, barrierefrei zu machen. Das ist kein guter Weg. So, ich glaube, ich muss weitermachen. Wir haben da schon ziemlich viel Zeit jetzt hier verbraucht. Jetzt noch ein paar Worte zu Alternativtexte. Generell möglichst ohne Redundanz. Also sollte nicht das ausdrücken, was sowieso schon im Dokument steht. Wenn es woanders steht, dann kann man darauf verweisen. Möglichst kurz, 80 bis 100 Zeichen, so eine Richtgrenze. Möglichst neutral, also man soll nicht wertende Beschreibungen machen. Die Sonne lacht, wäre schon grenzwertig. Ja, also da muss man aufpassen, dass man nicht schon die Interpretation reinmacht. Zutreffend sollte es natürlich sein, da gehört zum Beispiel dazu, dass wenn man ein Bild als Link verwendet, dann sollte man nicht den Inhalt des Bildes beschreiben, sondern wohin der Link führt. Also zum Beispiel Homepage und nicht Häuschen oder sowas. Es sollte vollständig sein, der Text. Das ist natürlich in Konkurrenz mit möglichst kurz, aber da muss man einen Kompromiss finden. Alles das, was wichtig ist, muss drinstehen. Und wenn das nicht reinpasst in einen kurzen Alternativtext, dann brauche ich vielleicht eine lange Beschreibung. Einheitlich, da muss ich mir überlegen, vielleicht eine Systematik, wie ich diese kurzen Texte aufbaue, zum Beispiel Foto, Doppelpunkt und dann die Personen oder Diagramm, Doppelpunkt, was da drauf zu sehen ist. Das steht im zweiten Kasten auch eben diese Schlagworte, dass ich zuerst mal schreibe, welche Art von Bild ist es, Foto, Illustration, Porträt, Screenshot, Logo, Balkendiagramm und so weiter. Und dann kann ich immer noch ein bisschen genauer die Informationen darauf folgen lassen. Kurz und knapp, 80 bis 100 Zeichen und eventuell eben eine lange Beschreibung.
Und das habe ich schon gesagt, die lange Beschreibung sollte möglichst für alle Betrachtenden zur Verfügung stehen, nicht nur für Screenreader-Nutzer. Also irgendwo einen Link einfügen, der dann auf die lange Beschreibung führt, sei es nun eine weitere Folie oder ein Text, den man aufklappen kann in HTML oder eine Webseite, auf die ich verlinke oder in den Notizenteil von PowerPoint. All das sind Möglichkeiten, die man nutzen kann für lange Beschreibungen. Und dann gibt es Tools zur Prüfung von Dokumenten. Die sind aber alle beschränkt und ganz grob, ungefähr ein Drittel der Fehler wird gefunden. In MS Office sehr zu empfehlen, das immer angeschaltet zu lassen bei PowerPoint, Word und Excel, weil man dann sofort auf Fehler hingewiesen wird. Es gibt den PDF Accessibility Checker, da hören wir nachher noch mehr davon. Es gibt auch eine Web-Service-Variante von dem Pack, heißt Access Check, ist aber nicht so genau und detailliert wie der Pack, aber wenn man eben kein Windows zur Verfügung hat, dann kann man das verwenden, weil der Pack läuft leider momentan nur auf Windows. Und dann gibt es eben auch noch andere Tools, die PDFs prüfen, zum Beispiel in Adobe selber oder Foxit oder Koufax. Muss man aber aufpassen, die prüfen nicht auf PDF-UA, sondern auf ihre eigenen Barrierefreiheitsanforderungen und die sind halt meistens nicht ausreichend für PDF-UA. Und dann gibt es noch von PAVE, oder das Tool heißt PAVE, PDF Accessibility Validation Engine. Das ist auch ein Webservice, findet auch nur einen Teil der Probleme, aber kann nützlich sein. Aber auch hier natürlich, wie für alle Webservices, das Problem, dass man, wenn man vertrauliche Dokumente hat, die möchte man vielleicht nicht hochladen auf dem Webserver. Und dann gibt es Access PDF. Das ist ein Tool auch von Access4, wo man PDFs bearbeiten kann und da gibt es auch eine umfangreichere Prüfung und die prüft auch auf PDF-UA, aber ist kostenpflichtig. So, und eine neue Abschnitt in unserer Handreichung geht zum Apache Formatting Objects Processors. Das ist eine kostenlose freie Java-Anwendung, Open Source. Und dann kann man eben über XSL-Transformationen automatisch PDF-UAs generieren. Aber da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen darauf ein. Ich habe gerade vorher die Seite gezeigt, wo das näher beschrieben ist in der Handreichung.